Wir Frauen sind die Rehli, rennen durch den Wald davon. Aber am Schluss ist es doch das Rehli, das der Jäger aussucht. Also, wenn ich so etwas höre, brauche ich mit Schüsslersalz Nummer 3 und 8 gegen den Kopf. Ja, die Grippewelle ist voll bei uns angekommen. Ich meine, jeden Morgen sieht es vor dem Bahnhof ja fangen so aus. Das sind doch alles Simulanten. Die Leonie, mein Götti-Mädchen, sie hat mir darum die Tablettchen hier geschenkt. Ja, sie hat eine neue Heiltherapie erfunden, mit Smarties. Ja, die gelben Pillen geben Freude, die grünen die geben Glück. Boah, ich habe wirklich gerade Freude. Gut, das hat Schoki drin. Aber warum die Leonie natürlich auf die Idee kommt, sie spielt mit dem das nachher, was ihre Mami vorlebt. Ja, wenn die Leonie Husten hat, dann bekommt sie von ihrer Mami amig das hier. Ja, Schüsslersalz Nummer 4. Was brauchen wir zum Leben, wir alle, Sie und ich? Zellsalze, die Salze des Lebens. Das sind Tablettchen, wo laut der Verpackung das Mineral Kaliumchlorid drin hat. Ja, die Mami von der Leonie fährt voll ab auf Schüsslersalz. Das ist ihr Erste-Hilfe-Schränkchen. Ja, so Schüsslersalz die helfen angeblich gegen Husten, gegen Zellulitis, gegen Schlafstörungen oder auch gegen das hier. Für mich ist der Mann der Jäger, wo die Frau geht jagen. Und ich sage immer, wir Frauen sind die Rehli, rennen durch den Wald davon, sie hinten rein. Aber am Schluss ist doch das Rehli, das der Jäger aussucht. Also, wenn ich so etwas höre, brauche ich mit Schüsslersalz Nummer 3 und 8 gegen den Kopf. Ich habe es nachgeschaut, ja. Aber sag mir, wie nimmt man das Schüsslersalz genau ein? Wenn du das dann trinkst, dann bitte immer die Schlucke so ein bisschen im Mund behalten. Dann wirkt es einfach besser. Also einfach warten, bis es so durch mein Zahnfleisch durchdiffundiert. Ja. Wenn du genug lange wartest, kommst du so eine Frisur über wie sie. Nein, was man muss wissen, die Mineralsalz in diesen Mitteln, sie sind verdünnt. Also extrem hoch verdünnt. Ja, es ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei homöopathischen Mitteln. Ja, liebe Homöopathen, ich will nicht nur über dem Schüssler seine Salzli reden. Weil das Verdünnen, das haben ja ihr entwickelt. Es gibt ja zum Beispiel das Verdünnen mit C-Potenzen. Das passiert immer in hunderten Schritten. C1 ist zum Beispiel eine Verdünnung von 1 zu 100. C2 ist Verdünnung Verhältnis 1 zu 10.000. Bei C3 ist das Verhältnis schon 1 zu 1 Million und so weiter. Die Potenz C12, also nach 12 Mal Verdünnen, entspricht einer Konzentration von einem Tropfen auf den Atlantik. Für die Potenz von C30 reicht nicht das Wasser aller Weltmeere zusammen. Oder anders gesagt, in jedem Hallenbad, wo der kleine Bruder von der Leonie ist, rumschwadern, hat es noch eine höhere Konzentration von seinem Bisi drin. Die fertigen Mittel, die gibt es dann zum Beispiel als Kügeli, also Globuli. Und Globuli sind der Wahnsinn. Also, mit denen haben sie sogar mal eine ganze Fernsehsendung gemacht. Ja, das grösste Globuli hat sogar können reden. Hey, für so homöopathische Mittel geben wir in der Schweiz pro Jahr 60 Millionen Franken aus. Und das, obwohl sie praktisch keinen Wirkstoff drin haben. Ja, also so Globuli haben vor allem das drin, was mein Götti-Mädchen am liebsten hat. Süßes Milchzucker. Ja, das heisst, die Leonie spürt eigentlich höchstens die Wirkung, wenn sie laktoseintolerant wäre. Ich frage mich manchmal wirklich, ob die Leonie echt entstanden ist, weil ihre Eltern mit Globuli verhütet haben. Aber egal. Wegen ihrer Mami ist Leonie total Fan von Homöopathie. Und sie liest an ihrer Freizeit sie liest nur noch Globuli-Bücher. Hey, es sind tolle Geschichten im Fall. Bei Globuli und der Wilhelm Tell wird zum Tell ja auf dem Schiff wegen einem Föhnsturm extrem schlecht. Aber er wird dann gerettet von einem Arnika-Globuli. Ja. Wenn die Leonie also Husten hat, dann bekommt sie von ihrer Mami Schüsslersalztablettchen mit hochverdünntem Kaliumchlorid drin. Das ist ein natürliches Salz. Wir kennen es vor allem als E508. Das ist ein Geschmacksverstärker. Ja, ein Geschmacksverstärker. Das heisst, wenn du am Küchen und Husten bist, kannst du eigentlich auch einfach eine Fertigsauce in einen Löffel. Ja, es wäre sicher günstiger. Wobei ein Fundamentalisten-Homöopathen mit so einer Überdosis, der stirbt wahrscheinlich gerade. Nein, Michi, bei Homöopathie gibt es keine Überdosis. Ja, also, so hochverdünnte Mittel, echt, die sollen eine Wirkung haben. Also, echt, es widerspricht allen Erfahrungen, die wir im Alltag machen.
Wenn ich weniger Kaffeepulver nehme, dann werde ich nicht wacher. Ja, wenn ich zu Basel ein Zündhölzchen in Rhein rühre, dann ist es nicht wahrscheinlich, dass nachher ganz Rotterdam abbrennt. Wobei, nein, das ist nicht Rotterdam, oder? Ich glaube, sie in der Regie haben noch ganz andere Mittel. Nein, es ist nicht Rotterdam. Zeig es noch mal. Es ist nicht Rotterdam. Nein, das Grundproblem von all diesen Homeo-Schüssler, jetzt ist es spät. Nein. Sie nehmen definitiv andere Substanzen in der Regie oben. Nein. So, das Grundproblem von diesen Homeo-Schüssler-Präparaten ist, eine Wirkung ist nicht belegt. Keine einzige offizielle wissenschaftliche Studie hat je bewiesen, dass die Sachen funktionieren. Ich weiß, jetzt werden ganz viele Kommentare darüber kommen und sagen, Michi, du bist einfach ein arroganter Schnurri, weil bei mir wirkt es. Hey, und das finde ich grossartig. Und das mag ich dir auch sehr gönnen. Ja, weil, ich meine, unser Körper er funktioniert extrem komplex. Wir haben Halsweh, wir nehmen etwas dagegen und es geht uns besser. Aber ist es wirklich wegen diesen 5 Globuli, die ich alle paar Stunden schlucke? Oder wäre es Halsweh auch weggegangen? Einfach so. Wirken die Milchzuckerbällchen einfach, weil ich fest daran glaube? Hat mich also der Placebo-Effekt geheilt? Was ist ein Placebo? Ein Schwindel. Ein Medikament ohne Wirkstoff. Das nervt die Schulmediziner natürlich enorm. Für Ärzte muss immer alles streng wissenschaftlich erklärt und nachvollziehbar sein. Es gibt natürlich immer wieder Studien, die in Alternativmedizinkreisen umeinandergeboten werden, die sagen, es wirke. Zum Beispiel die Studie von Elisabeth Metz-Melchior. Sie hat angeblich 458 Symptome untersucht bei 42 Leuten. Und sie hat festgestellt, dass Schüsslersalz wirkt. Das sage ich erstens dazu. Also 458 Symptome bei 42 Leuten. Was ist das? Ist das der Club der anonymen Hypochonder? Hey, und zweitens, ich glaube das gern, dass es bei der Frau Metz-Melchior funktioniert, weil sie hat ja schließlich auch eine Praxis, wo sie Schüsslersalz verkauft. Ja, und sie hat ein Buch geschrieben, wie man die Tabletten anwendet. Sie ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Ganz viele Leute glauben das sie. Also anders gesagt, Frau Metz-Melchior ist eigentlich einfach ein grosses Placebo. Übrigens, komm, zeig das noch vielleicht schnell. Ein Buch, das wir bei der Recherche gefunden haben. Homöopathie zum Aufmalen. Ich meine, was hat der Bub genau auf seiner Backe? Der Strich geht vom Buch. Also kann man so Kind im Selbstscanning kaufen? Aber echt, im Fall, der Schüssel funktioniert. Hey, seitdem ich die Leonie mit homöopathischen Zeichen voll mole, hat sie sich nie mehr mit Grippen angesteckt. Gut, es kann sein, dass du einfach kein anderes Kind mehr mit ihr spielen willst. Aber auf jeden Fall, auch wenn es niemand beweisen kann, glauben bei uns in der Schweiz ganz viele Leute daran, dass Homöopathie und Co. wirken. Und darum hat die Homöopathie wahrscheinlich im 2009 in die Krankenkasse, in die Grundversicherung geschafft. Ja, man hat gehofft, dass so die Gesundheitskosten würden sinken. Weil das Zeug kostet zwar auch etwas, aber es ist immer noch günstiger als Chemie. Aber das Problem ist, wir nutzen die Homöopathie jetzt nicht als Medizinersatz, sondern eben komplementär, als Ergänzung. Sprich, wir haben jetzt wegen der Milchzuckertabletten noch höhere Gesundheitskosten. Ich meine, es ist logisch, wenn wir krank sind, dann wollen wir, dass es möglichst schnell wieder besser geht. Das sind doch alles Hypochonder. Nein, wir wollen, dass es uns besser geht, und zwar egal wie. Es gibt Leute, die lassen sich bei einer kleinen Verkältung sogar gerade Antibiotika verschreiben. Ja, wir sind bei den Schulmedizinerfreunden angekommen. Ihr würdet nicht meinen, ihr seid besser als die Naturheiler. Oh. Werden Antibiotika falsch eingesetzt, können Bakterien dagegen resistent werden. Diese Medikamente helfen dann nicht mehr bei Tieren und Menschen. Oh. Nutze sie richtig. Es ist wichtig. Hat jetzt gerade zwei Tiere miteinander geredet? Ich habe, glaube ich, nicht nur Grippeanzeichen, ich habe definitiv noch andere Probleme. Aber ich glaube, es war der Chef-Mullwurf vom Bundesamt für Gesundheit. Ja, seit letztem November warnt er uns, weil unsere Menschheit in Gefahr ist. Allein in der Schweiz sterben pro Jahr fast 300 Leute wegen Bakterien, die gegen Antibiotika resistent geworden sind. Und auf der ganzen Welt sind es jedes Jahr 700'000 Tote. Und es werden immer mehr. Die OECD schreibt, dass in 30 Jahren in Europa, in Nordamerika, in Australien 2,5 Millionen Menschen könnten sterben, weil sie resistent sind gegen Antibiotika. Da lobe ich mir Globuli Gang, denn in ihrem Milchzucker führt uns als Menschheit nicht in den Abgrund, sondern höchstens zum Zahnarzt. Wenn wir den Placebo-Effekt, der in der Alternativmedizin hervorragend funktioniert, richtig anwenden würden, dann könnten wir alle profitieren. Ich meine, nur unsere Schulmediziner müssten halt auch mitmachen. Vielen Medizinern ist bis heute nicht bewusst, wie stark Worte und Gesten die Wirkung von Medikamenten beeinflussen können. Positiv:
aber eben auch negativ. Die Wirkung des Heilmittels, egal was, ist also besser, wenn es uns die Fachperson möglichst sexy verkauft. Ja, das Mami von meinem Göttli-Mädchen glaubt dem Patrick Dempsey alles. Sogar wenn sie zusammen Sex hätten, dass das jetzt nicht unbedingt fremdgehen ist. Also, man kann wirklich davon ausgehen, wenn man ein Medikament richtig gut verkauft, dann springen in unserem Körper automatisch so neurochemische Prozesse an, die die Heilung unterstützen. Nur die Verschreibung von Placebo bringt Ärzte in ein großes ethisches Dilemma. Denn Placebo funktioniert nur, wenn der Arzt glaubhaft versichert, dass er tatsächlich einen Wirkstoff verabreicht. Der Arzt muss seinen Patienten also anlügen. Oh, wie wenn gewisse Ärzte uns jetzt nicht schon würden anlügen, oder? Und uns statt günstiger Generika einfach teure Markenmedis verkaufen. Ja, weil es halt Pharmafirmen ein schönes Geschenkchen macht. Ja. Studien haben bewiesen, Schulmediziner spielen in ihrer Freizeit am liebsten mit Globuli spielen. Hey, wenn wir das nächste Mal krank sind, dann können wir sie auch mal anders probieren. Wir nehmen kein Globuli, keine Chemie, sondern wir machen meine Grossmami-Therapie. Ja, meine Grossmami sagt immer, mit dem Medikament dauert der Grippe eine Woche, ohne Medis 7 Tage. Sprich, ich mache einfach mal nichts und warte ab. Der Kanton Luzern hat das auch wieder entdeckt. In Luzern sagen sie dem die Bobo-Therapie. What I say, an apple a day keeps the doctor away. Take a look at me, take a look at my style. I don't need a doctor as long as I can smile. Don't go to the doctor if you have a phobo. Don't go to the doctor, no, no, don't go. The healthcare costs are really too high, so the patients have to say to the doctor goodbye. To heal you, try to find another way, cause Canton Luzern no longer wants to pay. Okay?